All our smiles are white like the ribbons that are tied, getting ready for Christmas Eve. Hallo und herzlich willkommen auf Dynamites. Freunde, ich habe Scheiße gebaut. Ich mein's ernst. Ich habe Daniel eine Überraschung vorbereiten wollen, die aber nicht ganz so gelungen ist. Daniel und ich lieben ja Martins Brezeln. Und ich dachte mir, hey, warum machst du die nicht mal selber? Hab im Internet nach dem Rezept geguckt, hab die ganzen Zutaten gekauft. Und was ist daraus geworden? Das. Also das sieht nach alles anderem aus, aber nicht nach Martins Brezeln. Was sagt ihr? Wonach sieht das aus? Also ich finde, Bonnie hinterlässt sowas gern, aber halt in klein. Zum Glück habe ich jedenfalls mehr Teig gemacht und... Nein, ich habe doch hier ein abgebrochenes... Ich hatte nicht viel, ich habe nicht viel gemacht. Ich habe doch hier ein abgebrochenes Stück. Kannst du nicht erstmal gucken? Schmeckt es? Mhm. Ja, die sind aber noch nicht fertig. Da ist noch kein Zuckerguss drüber, noch nichts. Also das ist die einzige Brezel, die relativ groß ist, die auch gut gelungen ist. Da das mega schwierig war, so eine Wurst auszurollen, habe ich es irgendwann sein gelassen und nur noch solche, ja, es sollten eigentlich Plätzchen werden, jetzt sind es irgendwie Brötchen. jedenfalls, ja, sieht auch blöde aus. Egal, Hauptsache es schmeckt und ich finde, es schmeckt tatsächlich. Ich muss das Ganze jetzt nur noch mit Zuckerglasur und Hagelzucker bestreuen. I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Naja, schön sind sie jetzt nicht geworden, aber hoffentlich schmecken sie. Hallo. Probier bitte. Lecker. Findest du, sie sehen blöd aus? Ja, die sehen super aus. Die vielleicht nicht, aber die... There's a bright star shining tonight. Haben wir euch eigentlich gesagt, wo wir hin wollen? Ja. Wir sind gerade in Dortmund. Hui, das schaut so schön aus. Ich wollte mir das Gefühl, ich habe heute irgendwie Freitag oder so, weil wir auf dem Weihnachtsmarkt sind. Heute ist erst Dienstag, ne? Oder ist heute Mittwoch? Ne, Dienstag ist. Ne? Dienstag. Fuck. Ich muss das snappen. Ich auch. Ich finde die Jacke mega. Meinst du zu groß oder wie? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, wenn ich die anhabe, sehe ich so scheiße aus. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb, wir haben uns Hunger. Ich soll die Kamera nehmen und ihm folgen. Ich habe keine Ahnung. Bitte? So, pass auf. Mhm. Müssen wir auf den Balkon. Es ist kalt. Ihr wisst, wir haben vorproduziert. Ich muss kurz das Licht anmachen, man sieht ihn nicht. Okay. Nochmal einen Pickel? Nein. Ich gucke ein bisschen zur Seite. Ihr wisst, dass wir vorproduziert haben. Wir möchten, oder ich möchte mich für das ganze letzte Jahr bei euch bedanken, dass wir so groß geworden sind auf YouTube, hätte ich es nicht gedacht. Und vor allem, dass wir so einen krassen Anstieg hatten. Und es ist alles so, es war alles toll, alles schön. Der Anlass ist gekommen und ich habe mir was einfallen lassen. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Wartet hier. Du bist doch bescheuert. Oh nein, die Kamera konnte noch nicht mal fokussieren. Das war's? Ja, für mehr Feuerwerk hatte ich keinen Döner. Dein Ernst? Hast du nicht noch mehr? Ja, sie hat noch mehr. Ich hab ja gesagt, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Oh Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ganze Himmel ist voll mit Sternen. Doch, man kann es ein bisschen erkennen. Oh, jetzt riecht's nach Silvester. Wow!
Ging das schon immer so schnell oder sind die schon so alt? Die sind schon, die sind gerade neu gemacht. Die sind gerade quasi frisch aus der Produktion gekommen. Das sind keine 3 Sekunden, das ist doch nicht lieber. Ui, oh, es fokussiert schon wieder nicht. Das geht viel zu schnell. So eine Scheiße. Daniel hat gerade was entdeckt. Wir haben ja gerade, habt ihr ja gesehen, auf dem Balkon diese kleinen Fontänen angemacht, die wir noch vom letzten Jahr übrig hatten. Und Daniel hat gerade schon wieder was gefunden, was eigentlich auch für letztes Jahr gedacht war, weil wir das irgendwie nicht benutzt haben. Und zwar diese Tischbomben oder Tischfeuerwerk nennt man das ja. Und wir dachten uns, das wäre mal ein super Ersatz für unsere wundervollen, normalen Bomben, Konfetti-Bomben. Konfetti-Bomben. Und deswegen jetzt einfach mal als Ersatz. Ja. Kommen wir nun zum Dynamite. Tennis! Was war das? Ich dachte, da kommt Konfetti raus. Du hast dich irgendwo drauf gesetzt. Yeah? Ja? Aber das stinkt, Alter. Das sieht voll gut, ich liebe das. Aber das ist Plöppen, hat sich noch so anhört wie meins, oder? Okay, was haben wir hier alles? Also drin waren einmal so ein Kreisel, dann so ein Mini-Tischtennisschläger mit Ball. Das kann man hier so abbrechen. Lass die Lust drin. Dann, ich weiß nicht, was das sein soll. Sieht aus wie so eine Schippe ohne Halterung. Was soll das sein? Kannst du mit dem Schlüsselbund anmachen. Als Baggerfahrer. Und einmal, Daniel sagt, das ist eine Büroklammer. Mit dem Waititi-Zeichen. Mit dem Waititi-Zeichen oben dran. Da. Ja, okay, dann mach noch eins an. Ja, ich dachte eigentlich, da kommt Konfetti mehr drauf. Da nicht raus, da sind ja auch verschieden bestückt oder so. Nochmal deine Welt des Tages. Wir haben ja auch normalerweise 2 Konfetti-Bomben, ne? So, wir machen so Feuerwerk im Haus, ey. Also bitte auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen. ja, kommen wir nun zum zweiten Dynamite des Tages. Und jetzt achtet mal auf das. Das riecht voll geil. Das riecht verbrannt. Voll geil. Was ist das für eine Kacke? Falls die Idee aber mega gut war, die ich hatte, bitte gebt mir dafür einen Daumen nach oben und lasst mir Daumen nach oben, dass wir unsere Wohnung fast abgefackelt haben. Der heutige Dynamite des Tages ist die Hummel. Sie schrieb. Die Hummel. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy girl. Ich konnte nicht mehr. Musste erstmal 5 Minuten Pause machen. Hahaha, geil. Ja, Schatz, du musst dich aber auch jetzt ehrlich mal glücklich schätzen. Dass du aus dem Bild gehst? Nee, dass du so einen atemberaubenden, süßen und ein bisschen crazy Freund in einer Person hast. Weißt du, was ich meine? Segne es bitte nochmal für uns alle. Nein. Ich bin da nicht in der Stimmung. Mein kleines Zitzi-Zitzi-Dö. Geht's auch weiter? Nein. Text, das ist dieses sexy sexy girl, das habe ich so lange, ja. Ich habe mich im Teller gesetzt, ne, habe mich dann dahin gesetzt, an meinem Schreibtisch, neben meinem Klavier. Habe mir Gedanken gemacht, bin in mich gegangen, hey, was für den nächsten Sommer 2048 kannst du raushauen? Und das war jetzt so der Refrain. Und jetzt muss nur die ganze, das muss alles noch abgestimmt werden aufeinander. Ich bin ja zusammen in meinem Keller mit Dieter Bohlen und sitze da und komponiere unseren nächsten Song. Sexy, sexy girl. Sexy, sexy girl. Wenn ihr schon morgen keine Welt des Tages sehen wollt, dann müsst ihr dieses Video auch, ich habe irgendwie so, ne? Probleme. Wenn ihr schon morgen keine Welt des Tages werden wollt, dann müsst ihr das Video ganz, ganz fleißig kommentieren, kommentieren, kommentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. In der Endcard habt ihr die Möglichkeit, euch noch ein mega cooles Video anzugucken. Sogar 2 coole Videos könnt ihr euch dort noch angucken. Und in der Endcard habt ihr ebenso die Möglichkeit, uns zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Richtig. Und ansonsten würden wir sagen, wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Bis dahin. Ciao. Ey. Good. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.